Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, ich bin gerade beim Skorpion-Killen gewesen. Und jetzt sind wir gerade dabei, Protoss zu suchen. Bin bei Lon 42, Lat 60. Aha. Ja, da bist du ja schon. Ich nehme mal den unter mir. Ist das in Ordnung? Ja. So, jetzt können wir dann gleich mal testen, ob die auch einen tragen können. Oh, unser Argentavis hat gelevelt. Ich gleich mal Hals. Da hau ich mal alles rein, was ich habe, was du brauchen könntest. Uns fehlen 3 Chitin oder Keratin. Echt? Ach Gott, wo kriegen wir die denn noch her? Guck mal, vielleicht finde ich was in der Nähe. Da unten kommt ein, na, wie heißen die noch gleich? Raptor. Oh. Ein Stück weiter unter mir gerade, guck gerade drauf zu. Seh dich nur gerade nicht, das ist mein Problem. Ich bin eigentlich doch direkt über dir. Ja, vielleicht gibt der Chitin Kreatin her. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Muss nur falls eventuell von mir dann ablenken. Ja, okay. Oh, laufe ich drauf zu? Wenn du unter mir bist, ja, der ist hinter dem Stein hier, hinter dem hellen Stein, hohen Stein, da in der Ecke. Hellen guck der Schwanz Stein raus. Über den Stein, wo ich jetzt drüber bin. Da guckt an der einen Ecke der Schwanz raus. Ach da. Jetzt genau unter mir. Hallo, seh dich. Uah! Alter, der ist hochlevelig. Jungs, ich hab hier was dabei. Könnt Hilfe brauchen. Geht doch. Kilo? Findest du? Look, komm. Bitte gib mir Chitin und Kreatin. Nein, da gibt's nur Leder, die Sau. Ach, das kann doch jetzt nicht sein, dass wir welche 3 Stück nicht den Sattel zusammenkriegen, oder? Argentavis, was hast du? 40, 107. Hast du nicht gesagt, du hast auch noch Keratin? Oder hast du die alle mit rein? Ich hab alles, was ich hatte, habe ich reingetan. Hast du nicht gesagt, du hast noch den Treik zerlegt? Ja. Und 9 von diesen Dingern? Ja. Hast du die schon mitgerechnet? Ich habe genau 147 und 150 brauchen wir. Okay. Fliegst du los oder soll ich? Ja, ich flieg mal hier runter. Ich guck mal. Leichtes. Weil ich eh nur eine große Pfeile habe. Da sind auf jeden Fall ein paar Schildkröten da unten. Wo ich jetzt bin. Oh, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. So, und ich schau mal schnell nach an. Oh. Da ist eine Schildkröte schon ziemlich zerfetzt. Okay, aber Ankylosattel kann ich sowieso nicht in der Hand bauen. Alter, der Argentavis hört sich an wie so ein alter Wasserhahn, weißt du? Wir haben zwar jetzt erstmal betäubt, aber ich zerlege ihn jetzt. Jo. Kriegt der wenigstens nichts mit? Ach ja, ist das schön. Geh hier rum. Dumm. Ja. 36 Keratin. Ja, jetzt reicht's. 3. Ich hab 3.
Ja, Entschuldigung, der hatte mehr. Nein, ich meine, es hätte mir der blöde Skorpion nicht doch 3 mehr geben können? Aber ich habe mich schon mal gefreut, dass ich 50 bekommen habe. Ah, Brutus ist wieder da. Hallo. Guten Tag. Tag. So. Wo bist du? Da. Warte, ich geb's dir einen Vogel. Nee, Agentavis bitte. Da ist nämlich auch Satch drin. Fiber. So. Einen. Einmal Agentavis. Jetzt hätte ich mich verklicken müssen und Pedaranda einen Sattel machen. Dann glaube ich, hätte ich mich erstmal geschossen. So. Oh, ich habe gelevelt. Ja, ich habe auch einen kleinen Sattel gerade gebastelt. So, ja. Dann kannst du mal probieren, ob du mit dem Agentavis einen Ankylo hochheben kannst. Okay. Das ist, glaube ich, rechte Maustaste. Schaut nicht so aus. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht positioniert war. Ey, den hättest du erwischen müssen. Dann wird's nicht gehen. Gut, das heißt, unsere lustige kleine Farm. Isabella. Das heißt, willst du mit dem Petri? Ja, ne? Ja, ja, ich nehme mal Petri. Gut. Dann drücke ich mal die 2. Und es geht auf den lustigen Heimweg. So, ich hoffe, dass ich jetzt auch gerade richtig nach Hause fliege, aber ich glaube ja. Magst du die Nachhut? Ja. Warte. Hier verlaufen sich noch 2. Also auf jeden Fall einer ist da, weil ich habe gerade Schatten. Ah, hier hinten hängt noch einer fest. Ich nehme ihn mir mal mit. Ja, mach das. So, aber ich mache mal schnell was anderes. 9. Ne, das ist ein Level 8. Na, die Schildkröten habe ich natürlich nicht gesehen. Ah ja, klar. Oder die sind gerade erst gespawnt. So, muss ich nur gerade gucken, nicht, dass ich jetzt gerade komplett auf dem Holzweg bin. Und ich bin, glaube ich, gerade auf dem Holzweg. Nee. War richtig. Wieso will der denn jetzt nicht weiter? Ist der doof oder was? Ja. Sag mir nicht, du kommst an diesem Stein nicht vorbei. Kann doch nicht angehen. Ah, okay. Da ist der Vulkan. Protoss, wir gehen gerade in die komplett falsche Richtung. Okay. Dann kommen wir her, Ankylos. Klasse. Meine haben schon wieder Spaß. So, habt ihr euch wieder beruhigt? Alles gut? So, wo bist du denn jetzt? Ich darf gerade 2 Schildkröten zerlegen.
Weißt du, also so ein kleiner Spucker. So ein kleiner Spucker spuckt mich an. Der Ankylo nahm es persönlich und traf die Schildkröte. Okay. So, ich bin jetzt. Na, ich glaube, ich sehe dich da unten. Aber das ist falsche Richtung, sagst du, ja? Ja. Heißt, wir müssen hier über den Berg. Oder um den Berg rum. Ich schau grad mal. Ich geb grad mal Stoff. Ja, wir müssen. Richtung diesem Obelisken, der da hinten ist. Hinterm Hügel. Ja. Oh, da ist ein kleiner Affe gerade rumgerannt. Jetzt hätte ich gerne einen Quarz. Quarzenium. Handbremse fliegen, ich glaub's ja. Ja, ich kann auch nur zwei Schläge machen. Man muss gucken, dass er hinterherkommt. Hallo, ich weiß, jetzt weiß ich, wie ein Adler von innen aussieht. Nimmst du den zweiten Ankylo auch noch? Bring ja, zu dir, ich bring zu dir hoch. Mann. Dann kannst du mal vorfliegen, wo wir lang müssen, weil da ist ja so ein Sumpf geradeaus. Ja. Weil durch den Sumpf möchte ich nicht wirklich. So, ich bin da. Kannst du übernehmen? Ne, nicht geklappt. Okay. Okay, ich müsste die beiden Vögel haben. Okay, ich habe beide Ankylos. Okay, das ist wieder richtig? Die falsche Richtung. Alter. Ja. Müsste hier rechts der Obelisk sein, oder? Ja, ich sollte mich wieder anfangen zu orientieren. Da ist der rote, das heißt, wir müssen da lang. Da ist gerade ein Baum im Weg. Und nach oben. Ich habe Vögel dabei. Ja, oh, musst irgendwas bei mir wird angegriffen. Wenn Hilfe brauchst, sag Bescheid, dann komme ich zurück. Weiß man noch nicht, was hier angreifen. Ein Kompi. Ja. Jetzt aber wegfliegen. Siehst du mich noch? Nee, im Moment nicht. Warte, dann komme ich zurück. Ach, schon wieder. Ach, ich bin hinter dir. Und Dilo war es diesmal. Also so. ich flieg erstmal Richtung dieser Bergkuppel. Nee. Umdrehen. Du fliegst schon wieder in die falsche Richtung. Umdrehen, okay. Siehst du den roten Obelisken auf der Seite? Ich sehe rechts ein und links ein, beziehungsweise da, jetzt. Das da hinten, das da, wo ich jetzt gerade drauf gucke, ist der rechte. Ja. Das ist der richtige. Das ist der falsche. Da darfst du nicht hin. Du musst genau geradeaus jetzt zufliegen, wo also, ich. Zwischen beide durch quasi. Genau. Aber da unten kommen wir dann in den Sumpf. Ich weiß nicht, ob wir da hin wollen. Ja, du kannst auch gerne um den Sumpf rumlaufen. Du weißt, dass der Sumpf komplett einmal um die Map geht. Okay. Dann schauen wir mal, was die Ankylos schaffen. Du siehst ja den Sumpf da unten, ne? Ich mach das jetzt ganz einfach. Ich werde jetzt mal Full Speed mit meinen Ankylos nach Hause jumpen.
Mit deinen Fliegern meinst du? Ja. Ja, genau. Versuch dich, ja, ich kann dir nicht mal sagen. Geradeaus, also der Weg zu dem Fluss, der wo vor dir ist, ist der kürzeste, glaube ich. Oh, hier ist zu steil, hier komme ich mit dir nicht runter. Stopp, zurück. Auch durch den Wald. Nee, ich werde mit denen nach Hause gehen und ich werde mit jemand anders zurückkommen. Aber ich habe die Strecke gefunden, wo wir entlang müssen. Ah, Frage ist, super. Hier sind Steine im Weg, ob ich mit denen hier durchkomme, ist die Frage. Ich habe einen Kumpel gefunden. Zwei! Du freust dich. Nee, tut er nicht. Das war mir so klar, dass wir den Weg jetzt nicht schaffen. Ich habe gerade beide Vögel verloren. Echt? Womit das denn? Geschwindigkeit? Ach so, so verloren meinst du? Die sind ein wenig lahmarschig, die zwei. Ja. Ich hab schon wieder Spaß mit Dilos gehabt. Wenn das weiter so geht. Das Problem ist gerade, ich habe zwei Flossenviecher unter mir. Ah. Oh, aber ich sehe einen Dilo. Quarz! Hallo! Dich will ich haben! Das heißt, Protus muss, ich muss schauen, dass ich nach Hause komme und Protus holen. Ankylos irgendwie nach Hause kriegen. So, jetzt muss ich erstmal runter, ich muss landen. Okay, aber wir haben unseren ersten Quarz gesehen. So, dann drücken wir mal Alt-GR, ob sie auch hinter mir sind. Jawohl, ich sehe beide schwingen. Und ich sehe mittlerweile unsere Bucht. Seid ihr auch beide da? Also für dich wird der Heimweg brutal. Ich sag, du musst an zwei Spinos vorbei. Wir sind genau in der Flussmündung drin. Oh ja. Das wird lustig. Wie viel Narkotik hast du noch? Und wie viele Pfeile? Fotos? Ist er weg? So. Alter, da wird's jetzt richtig voll hier. Das heißt jetzt, ich muss das mitnehmen. Das und das. Ich muss umsteigen auf dem anderen Ankylo. Halt. Hab ich hier in dem Table Chitin drin? Ups. Falsche Taste, Entschuldigung. Ja. Okay. Habe ich, Hide drin. Auch genügend. Dass ich genügend Fiber habe, weiß ich. So.
zweiter Argentavis. Sattel. Kano, Ankylo. Dafür brauche ich Hide und Fiber. Okay, Hide. Fiber. Okay, aber euch nehme ich noch nicht mit. Dich setze ich schon mal den anderen auf. So, habe ich auf jeden Fall schon mal gut gelevelt. So, und ob mir Protoss und den Querz Heile zurückbringen, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.